Und willkommen zurück bei Let's Play Project Zomboid. Ich habe mir gedacht, eine Folge geht jetzt noch in dieser Aufnahmesession, da muss ich wieder Pause machen. Denn ich will das Ganze auch nicht, weiß ich nicht, täglich, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das ist wieder immer so eine Sache. Die ganzen Let's Plays, die man halt eben täglich machen will, möchte, das, ja, da übernimmt man sich manchmal. Also, ich mache das ja nun schon ein Stückchen und ich weiß, wie das ist. Und ich bin ja nun leider nicht damit gesegnet, dass ich jetzt sagen kann hier, boah, ich verdiene so viel damit, ich muss nicht mehr arbeiten und kann mich voll darauf widmen, dann würde ich das vielleicht auch jeden Tag machen, aber so, nee, nee. Nee, nee. Alle paar Tage, das schickt schon. Und es ist besser, als wenn Folgen ausfallen. Oder nicht. Genau. Denke ich nämlich auch. So, letztes Mal mussten wir uns erstmal eine Säge besorgen, damit wir die Bretter weiterverarbeiten können, die wir gesammelt haben. Und ja, warte mal, soll ich hier noch Stacheldraht? Habe ich eins und hier habe ich glaube ich auch noch einen, ne? Machen wir mal da rein. Und mit dem Stacheldraht wollte ich versuchen, weiß ich nicht, eine Barrikade zu bauen. Keine Ahnung, wir gucken es uns gleich mal an. Steinigt mich. Ich habe schon wieder vergessen zu gucken, wie das mit dem Lakenseil funktioniert. Mann. Echt, das ist ein Verhalten. Kann nicht geduldet werden. Schlimm. So. MC Nanius. MC Nanius Howard. Der fünfte. Und ich bin stolz auf uns. Er lebt richtig lange. Er lebt im Moment wirklich, also er gibt sich Mühe, nicht zu sterben. Und das liegt auch daran, hier oben haben wir es recht ruhig. Die Zombies sind hier oben wenig vertreten und wir haben natürlich die Infektion ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob er schon mal gebissen wurde. Doch, ich glaube schon am Anfang. Oder? Hat er überhaupt schon mal einen Kratzer abbekommen? Ich weiß schon gar nicht. Aber wir haben ja die Infektion ausgeschaltet. Und vielleicht, das liegt auch mit daran, dass er so lange lebt. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich gleich Infektion, Zombifizierung bekommen und wäre wahrscheinlich jetzt schon längst ein Zombie. Okay. Ja, und das mit dem Schießen, das müssen wir mal gucken, wie man das überhaupt steigert. Also, ich weiß nicht, ob wir da so großartig die Chance zu haben, das zu steigern. So, hier ist aber keiner durchgekommen. Nein. So, jetzt packen wir als erstes die Nägel da rein. Das Seil lassen wir mal kurz da drin. Das brauchen wir gleich. 60 Schrotpatronen, leck mich am Hintern. Das. Krass. Okay, es dauert ewig. So, was haben die improvisiert? Das kann ich echt nicht. Ach so, okay. Absägen können wir sie. Ach, die. Nee. Die ist noch nicht geladen. Unser riesiges Waffenlager hier. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. 9 mm hätte ich gerne noch ein bisschen. Die würde ich nämlich gerne mal testen. Ich glaube, die nehmen wir auch mit. Die Munition zumindest. So, packen wir hier die ganzen Sachen zum Reparieren rein. Den Spaten hier. Die Axt nehmen wir gerade. Wohl, brauchen wir nicht. Hammer haben wir, Nägel haben wir nicht. Die brauchen wir nämlich gleich zum Verbarrikadieren, aber keine 300.
wie kann ich denn hier ein paar von nehmen? Das ist jetzt doof. Muss ich das echt so machen? Na gut, egal. Egal. Säge alle. So. Wie viele Bretter kriegen wir da draus? Daraus wahrscheinlich nicht viele, ne? Doch. 6 Bretter. Cool. Das ist natürlich nicht schlecht. Und steigert sich dadurch schon irgendwie ein bisschen, ne? Aber das dauert ewig, die aufzuheben und alles. So, jetzt machen wir da oben erstmal das Fenster zu. Hier das. Und als Ausgang würde ich dann diese Tür nehmen hier oben. Dün, dün, dün. Verbarrikadieren. Verbarrikadieren geht über studieren. Klopf, klopf, klopf. Das erhöht sogar auch ein bisschen die Tischlerei. Cool, cool. So, machen wir das Ding erstmal zu. Zack. Nochmal. Das müsste es ja gewesen sein. Jawohl. Jetzt haben wir noch 2 für unten. Ein Nagel brauchen wir noch. 3 Müllsäcke haben wir. Ah. Mist. Fehlt noch was. So. Machen wir hier auch zu. Kommen die hierher? Natürlich. Natürlich müssen die jetzt hierher kommen. Haben wir noch Vitamine? Schade. Ich geh mal gerade gucken. Okay, sie sind weggeschlichen. So, ich probiere mal. Warte mal, die müssten wir eigentlich wegbekommen da unten. Soll ich mal rufen? Aber. Nee. Auch doof. Ich versuche jetzt mal hier den Stacheldraht irgendwie zu platzieren. Warte mal. Stacheldrahtzaun, benötigt Tischler. Ah, okay, okay, okay. Ja, okay. Ich verstehe schon. Was? Haben wir die übersehen? Sieht so aus. Hatten wir hier nicht noch mehr Stacheldraht? Da hätten wir noch welchen. Aber da brauchen wir erst Tischlerei. So, warte mal. Haben wir das Buch nicht irgendwo? Da auch noch. Dann können wir uns nämlich schicke Wände bauen. So, packen wir den alles, das alles mal da rein. Den Juden Stacheldraht. Da gestorben auch schon wieder Hunger. Es läuft zu gut, Leute. Es läuft einfach nur zu gut gerade. Das ist irgendwas. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist merkwürdig. Wir haben so viel Schrotmunition, ey. Da können wir draußen rumballern, dass den Zombies hören und sehen vergeht. So, ich wollte gucken. Landwirtschaft fanden wir. Jagen für Anfänger. Schade, wir haben. Wir müssen das eine Buch wiederfinden. Selbe Problem wie letztes Mal. Ich packe die Axt auch da rein.
Weil wir müssen ja dann eine Plündertour machen. Das wäre ganz klug. Und es wäre cool, wenn wir noch so ein Ding finden würden. Dann könnten wir das nämlich auch in die andere Hand nehmen und hätten so noch mehr Platz, um Sachen mitzuschleppen. Den Hammer packen wir da auch rein. Warte mal, das Seil, das probiere ich gerade mal aus. Ich mache das mal auf. Wenn ich da auf Durchklettern gebe, ich bin tot. Ich sag dir es, ich bin tot. Naja, das können wir nicht machen. Ich lasse es. Ich lasse das lieber sein. Da gucke ich lieber vorher erstmal nach. Was passiert, wenn wir durchs Fenster hüpfen? Oder vielmehr, wenn wir auf Durchklettern gehen? Ich denke, er wird rausfallen. Ja, er wird rausfallen und sterben. So, den Kochtopf haben wir noch. Können wir den auch so dann füllen? Es ist Wasser hier alle. Den müssen wir vorne haben. Im Inventory. Dann können wir uns den Speck nämlich machen. Eine Pfanne sollten wir vielleicht auch mal mitbringen. Ein Topf aus Avocado. Was ist denn besser? Wenn ich jetzt da Avocado reinmache. Weitere Zutat. Aha. Ich kann da noch mehr reinpacken. Okay, ja, okay, Avocado-Eintopf enthält, bla bla bla, kann ich dann noch mehr reintun? Ich kann das Schweinekotelett da auch reinklatschen. Wiegt natürlich 4 Kilo. So, hinein. Einschalten. Und abwarten. So, das steigt doch eigentlich auch ganz gut. Also, ich denke, wenn wir natürlich noch lesen würden, wäre es noch besser, aber so geht das ja auch schon. So, ein Brett hatten wir hier nicht mehr, ne? Ne, ich glaube nicht. Aber so schnell kommen die da auch nicht durch, dass wir jetzt hier unbedingt noch mehr verbarrikadieren müssen. Das machen wir, wenn wir zurück sind. Erstmal suchen wir uns das eine Buch. Obwohl natürlich jetzt noch Zeit wäre, ne, wenn das kocht. Wir wollen das ja eh noch essen. Kann ich ja gerade vielleicht noch mal. Ah, obwohl, komm. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Okay. Die Frage hat sich beantwortet. Wir lassen es erstmal sein. So, zurück damit. Golfschläger haben wir auch noch hier. Okay, naja. Wer weiß, wann wir den nochmal brauchen. Hier auf dem Sofa könnten wir auch mal schlafen. Obwohl es oben wahrscheinlich sicherer ist. Ja, und das mit der Landwirtschaft müssen wir dann auch ausprobieren. Es gibt noch so viele tolle Sachen, die wir hier noch machen müssen. Ach, cool. Cool, cool. Aber wahrscheinlich erstmal das Buch lesen für die Landwirtschaft und dann noch das Buch lesen für die Tischlerei. Wahrscheinlich sollten wir das erstmal machen. Erstmal vorbereiten, richtig, und dann anfangen. Na komm, werd fertig. Komm schon.
Komm schon, Avocado! Avocados dieser Welt, vereinigt euch! Den nehmen wir. So, und jetzt würde mich interessieren, ich packe den jetzt mal... Na gut, minus 19, warte mal, ich esse den mal zur Hälfte. Dann sind wir satt. Okay. Okay, okay. Und natürlich saumüde, dann schlafen wir mal hier. 9 Stunden, oh Gott. Guten Morgen. Aber wir sind hier echt jetzt auch halbwegs sicher, das ist cool. Davon essen wir dann jetzt alles. Dann sind wir nochmal satt. Hier füllen wir uns alles auf. Den können wir eigentlich hier lagern. Im Kühlschrank. So. Wunderbar. Türe zu. Affe tot und dann brechen wir auf. Hier müssen wir auch noch zutackern. Oh Mann. Kommen wir da durch? Klappt das? Wow, die hat uns doch nicht gesehen? Oder hatte keinen Bock mehr, uns zu folgen? Ich weiß nicht. So. Wo könnten wir Bücher finden? Also wir sollten vielleicht erstmal so ein bisschen landinwärts gehen. Hier war viel los, soweit ich mich erinnere. Ja. Da unten sieht es aber relativ ruhig aus. Vielleicht versuchen wir es da mal. Und wir sind echt, also wir sind wirklich gut unsichtbar. Also das funktioniert hervorragend. Dass wir uns hier durch die Gegend schleichen. Das klappt echt gut. Ich bin begeistert. Na komm. Komm schon. Keine Alarmanlage, das ist schon mal sehr... geil. Kochen für Fortgeschrittene... Landwirtschaft für Anfänger hatten wir, ne? Jagen für Anfänger hatten wir auch. Kochen für Fortgeschrittene hatten wir noch nicht, das nehmen wir mal mit. Dose mit Tomaten, Essen können wir auch immer gebrauchen. Das ist alles jetzt extrem wichtig. Mehl. Damit können wir irgendwie wohl Brot backen. Müllsack. Nehmen wir auch mit. Was soll's. Okay, den Lachs können wir verarbeiten. Das nehmen wir alles mit. Da klopfen die Herren. Schön vorsichtig. Jawohl. Scheiß auf das Bad, wir machen hier zu. Jetzt sind sie da nämlich durchgebrochen. Nicht so gut. Nicht so wirklich gut. Toilettenpapier brauchen wir unbedingt. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Gut, müssen wir sowieso, aber... Jetzt noch einen Tacken vorsichtiger. Oh, das gibt's doch nicht. Warum ist hier nix?
Kopfhörer nehmen wir mit, da können wir irgendwie einen Generator draus basteln irgendwann. Siehst du, da kommen sie nämlich schon. Ach Gott! Alles gut. Unser Messer macht sich erstaunlich gut. Okay. Okay, okay. Das waren nur zwei anscheinend. Puh. So, wir gehen einfach. Das hier ist eine Garage oder was ist das? Ja, wahrscheinlich. Ach. Riskieren wir das? Wir riskieren es mal. Wird wahrscheinlich, wenn da jetzt eine Alarmanlage drin ist, dann kotze ich hier hin. Es fängt an zu regnen. Es wird immer besser. Benzinkanister. Fünf Kilo. Oh. Geht noch. Alles okay. Kann ich das hier eigentlich öffnen? Nee. Okay, jetzt sollten wir vielleicht warten, bis es aufgehört hat zu regnen. Blöd. Das ist blöd. Im Warten bin ich nicht gut. Weißt du was? Wir riskieren es. Wo mir das zu voll ist, wir gehen in das da daneben. Da klopft zwar auch einer an der Tür. Komm schon. Okay, alles gut. Lalalala. So. Ich liebe das Messer. Ich liebe das Messer. Ach was. Ach geil. Wanderrucksack, cool. Den nehmen wir mit. Jungens und Mädels. Den nehmen wir doch gerade mit. Der ist sinnvoller als der Rucksack, den wir jetzt haben. Ein Seesack. Seesack und ein Katzenspielzeug, wow. Fassen wir mal an. Okay, da ist der besser. Spielzeugauto. Cool. So, aber ja, warte mal. Wir müssen das ganze Zeug aus dem... Warte mal, geht das so, wenn ich... jetzt das einfach nehme... Kann ich das dann in den Rucksack packen? Natürlich nicht. Na gut, wir machen es so. Zack, zack, zack.
Es ist auch nur leicht übertrieben, was wir da dabei haben. Nur ganz, ganz leicht. Aber naja. Wenn schon treiben, dann richtig. Feuchte Badetuch. Müssen wir das einfach irgendwo auf den Boden legen, damit das trocknet? Keine Ahnung. So, ausziehen, ablegen. Fallen lassen. So. Fallen lassen sofort! Den machen wir sekundär. Jawohl. Und dann packen wir einfach. Erstmal alles da rein. Das ist richtig gut. Jetzt haben wir richtig, richtig gute Taschen. Das ist richtig super. Ja, das Katzenspielzeug nehmen wir mit, falls ihm langweilig wird. Kopfkissen. Ich bin ja am Überlegen, kann man aus so einem Kopfkissen, kann man auch mit Sicherheit so ein. Weiß ich nicht. Kann man da draußen Schalldämpfer basteln? Ich habe keine Ahnung. Kein Plan. Nee, das Katzenspielzeug brauchen wir nicht. Legen wir weg. Bindfaden nehmen wir mit. Bla bla bla. Okay. Ja, mach's gut. Er geht einfach wieder. Viel kommen denn hier noch? Hört doch mal auf damit jetzt. Schickt. Vorhang zu. Korn für nicht mehr Anfänger, ja, toll. Ey. Aufhören zu rülpsen hier. Schrotpatronen. Schrotpatronen, das wird sich lohnen. Schinken. Ei nehmen wir auch mal mit. Eieieiei. Mach's gut. Tag. Ein Hoch auf das Messer, echt. Und das. Oh, geht kaputt auch. Schade. Schade, schade. Ich dachte jetzt, ernsthaft, das hält ein bisschen länger. Okay, aber hier war ja auch nichts mehr, ne? Nee. Glaube, Stufe oben, jawohl. Und das kann ich reparieren mit Kleber, Kleber, Kleber. So, warte mal, die haben wir doch hier irgendwo, ne? Braucht natürlich zwei. Shit. Shit, shit, shit. Gut Dach. Pistole. Oh! Nein! Mich am Arsch. Da kletter ich nicht durch. Oh. Wollen mich jetzt total verarschen? Schleichen. Jawohl.
Was war das? Ich bin so blöd, ey. Ich hab hier... Wie mach ich denn das scheiß Crafting-Menü? Auf B. Okay. Natürlich. Ganz klar. Gott, ey. Hör auf, ey. Das war mir schon wieder genug Action. So ein Dreck. Natürlich. Geht weg. Dim, 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 dim. Ja, ist klar. Natürlich haben wir hier wieder eine ganze Horde. Stirb! Da vorne. Seesack! Seesack, öffne dich! Brauchen wir nicht. Brauchen den großen Wanderrucksack. Und, das ist gar nicht cool hier. Die nehmen das Ding jetzt auseinander. Und wir schleichen uns einfach mal so. Na, toll. Wir schleichen uns davon, wollte ich gerade sagen, aber... Da sind echt viele. War ja nicht so erfolgreich. Das war ja jetzt nicht so erfolgreich. So ein Mist. Naja. Sei es drum. So, warte mal. Kann ich hier... Das sieht doch auch aus, als ob man da super cool... Okay, die kriegen wir nicht auf. Oh, ich drück wieder Leertaste aus Versehen, ich Trottel. So, hier müssen wir schön frei halten. Aber sie hat uns gar nicht gesehen, das ist gut. So, was haben wir denn hier? Feines zu essen geholt. Wo haben wir es denn hingepackt? Ich weiß es gar nicht. Hier. Packen das Mehl auch mal in den Kühlschrank. So, der Schinken. Ei. Ei, 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 ei. Sehr schön. Kann man eigentlich auch da reinpacken. Und die Dosen müssten ja eigentlich ewig und 3 Tage halten. Das müsste ja ewig reichen. So, ich guck mal gerade, was haben wir denn? Landwirtschaft haben wir, ja. Kochen für nicht mehr Anfänger, das bringt uns nichts.
Landwirtschaft für Meister. Kochen für Fortgeschrittene. Kochen für nicht mehr Anfänger. Wir brauchen das Erste. Ohne die Ersten bringt uns das alles nichts. Außer das Landwirtschaft für Anfänger. Gut, das können wir lesen. Vielleicht schaffen wir das sogar noch. Zack, zack. So. Den Müllsack da drüben hin, den Benzinkanister ebenfalls. So, zack. Den, ja, den packen wir da hin. Das Klebeband brauchen wir gleich mal und den Kleber wahrscheinlich auch. Dann können wir das Messer nämlich reparieren. Und mit Instandhaltung müsste das ja eigentlich auch besser zu reparieren sein, ne? Mal gucken. Erfolgschance 100. Warte mal, machen wir mal Klebeband. Uiuiui. Ui, ui. Okay. Das geht gut. Dann machen wir nochmal mit dem Kleber. Schön. Das ist gut. Den sollten wir vielleicht auch dabei behalten. Zumindest für unterwegs. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Denke ich. Vielmehr nicht. Ja doch, ich weiß es. Es ist praktisch. So, und den Kopfhörer jetzt. Warte mal, ich will mal gerade probieren. Dismantle Headphones. Elektronikschrott. Okay. Und damit können wir dann was? Wahrscheinlich irgendwie einen Generator bauen. Ich weiß nicht wie, aber. Ach, habe ich den jetzt auf den Boden gelegt? Ich Depp. Da wollte ich ihn dann einen tun. So, heute gibt's mal. Was gibt's heute zu essen? Den Hamburger. Und wir haben schon fast 40 Minuten, ey, scheiße. Sag doch was! Mann! Geht doch nicht. 3 Uhr, es war viel zu. Naja. Viel zu früh schlafen gegangen. Viel zu früh. Naja, in der nächsten Folge geht's dann mal weiter. Jetzt, ja, machen wir Schluss. Bis dann, ciao!